Die Besonderheiten bei der Lehre in der Firma Pfnir sind auf jeden Fall die familiäre Umgebung, die daher rührt, dass es eben ein Familienunternehmen ist und das in der dritten Generation. Die Ausbildung an sich ist unter dem Fokus, dass alle eine sehr gute Grundausbildung erhalten, in großartiger, vorbildlicher, sozialpartnerschaftlicher Art und Weise. Mit der Etablierung des Lehrlings-Lehrherrn-Treffens, mit der Prämierung guter und ausgezeichneter Leistungen in Schule und auf der Baustelle. Wir versuchen eine sehr praxisnahe Ausbildung durchzuführen. Das heißt, unsere Lehrbuben kommen direkt auf die Baustelle und werden dann von unseren Polieren und Facharbeitern wirklich am echten Bauwerk für echte Kunden ausgebildet, um da wirklich am echten Leben auch zu lernen. Gute Mitarbeiter sind unsere Visitenkarte. Also es gibt nichts Schöneres, als wenn ein Kunde am Ende des Tages, am Ende der Baustelle sagt, eure Leute sind fleißig, gut, höflich. Das ist für uns die Motivation, die Ausbildung so zu machen. Die Erfolge dieses Projekts sind, dass wir auf lange Zeit sehr gut aufgestellt sind. Wir haben immer genug junges Personal. Die Älteren gehen ja doch irgendwann in Pension. Das ist ein natürlicher Schritt. Und das muss von den Jungen aufgefüllt werden. Und die Firma Pfnir macht das, glaube ich, ganz gut. Die Erfolge sind und bleiben in unserer Firma. Die qualitativ hoch ausgebildeten Lehrlinge machen Weiterbildungen, bleiben dann auch in der Firma. So können wir Lehrlinge, Poliere, aber auch natürlich Bauleiter als Lehrbuben verzeichnen, die sich immer weitergebildet haben und in unserer Firma eine Gemeinschaft gebildet haben. Ich selbst habe vor 18 Jahren die Maurerlehre bei der Baufirma Pfnir begonnen. Mittlerweile bin ich angestellter Polier bei der Firma Pfnir und bilde selbst Lehrlinge in diesem Beruf aus. Meine persönliche Motivation, mein Wissen weiterzugeben, ist ganz einfach, wenn ich sehe, dass der Erfolg sich einstellt eines Tages. Wenn ich einen jungen Mann etwas erklären kann, wo er mich dann irgendwann ablöst, das freut mich dann ganz besonders, wenn er das gut macht. Wir können jedes Jahr einige gute Plätze bei den Landeslehrlingswettbewerben verzeichnen, wurden auch schon für den Bundeswettbewerb nominiert und auf das sind wir natürlich auch sehr, sehr stolz. Und das ist eine Motivation für uns, immer weiter und besser die Lehrlinge auszubilden. Jene Unternehmen, die keine Lehrlinge ausbilden, haben dann auch keine Facharbeiter. Und in dem Sinne ist es auch für die Jugend eine Zukunftsperspektive zu bieten. Denn wie ich als Lohnverhandler bestätigen kann, haben die Lehrlinge großartige Berufsaussichten, wenn sie fertig sind, können auch dann von ihrem Job mit 40 Stunden gut von ihrem Einkommen auskommen. Mit einer Ausbildung bei der Firma Pfnir für den Fachberuf des Maurers oder Schalungszimmerers hat man auch ein Werkzeug in der Hand, um sein ganzes Leben zu bestehen können. Man kann sich auch fortbilden Richtung Vorarbeiter oder Polier. Man kann noch einen sehr weiten Weg gehen und auch da muss ich, ist zwar fast schade, dass sie weg sind, aber auch einige von unseren ehemaligen Lehrlingen sind heute auf der anderen Seite und kontrollieren wirklich auch Großprojekte auf die ordnungsgemäße Durchführung.